Die Einführung von der Rebblues aus Amerika Mitte vom 19. Jahrhundert hätte fast das Ende von der Weinproduktion im Baselbiet bedeutet. Heute ist die Rebfläche nicht mehr ganz so gross wie früher. Einerseits wird mit geschickter Handarbeit und viel Liebe zum Detail der traditionelle Rebbau gepflegt. Andererseits werden modernste technische Mittel zur Produktion von qualitativ hochwertigen Wein eingesetzt. Siebentupf ist die grösste Kellerei in der Region. Neben dem eigenen Traubengut wird die Ernte von mehr als 100 Rebbauern vinifiziert. Einer davon ist der Peter Graf von Brattelen. Anfangs Oktober treffen wir den Kellermeister, den Thomas Engel, im Rebberg. Als Kellermeister der Siebentupf-Kellerei in Liestal mache ich hier jetzt in einem Vertragsrebberg eine Erntekontrolle, ca. eine Woche vor der Ernte. Ich laufe durch, ich schaue, abschätze, wie viel Ertrag das etwa hängt und auch abschätze vom Gesundheitszustand her von der Trauben, wenn das etwa die Ernte wird sein, wenn wir die Trauben werden abschneiden. Jetzt sind wir auf einer Rebbarzelle von der Siebentupf AG. Ich zeige euch jetzt hier im Rebberg, welche Trauben das ihr dürft ins Kistchen schneiden dürft und welche das ihr besser am Boden abschneidet. Wir haben ja hier Pinot Noir Trauben, wir haben heute gutes Licht zum Herbst. Wir sehen hier tiptop, welche Trauben das Schimmelpilz drauf haben und die stäubt jetzt hier gerade, die müssen sicher weg. Zu Abend wird die Traubenernte in die Kellerei gebracht. Zuerst werden die Traubenbeere von der Stiel getrennt. Beim Rotwein werden die Traubenbeere und der Saft nach der Entstielung in den Meistertank gepumpt. Da wird ein sonniger Tank vorbereitet. Bei der Gärung im Meistertank werden die roten Farbstoffe, Tannin und weitere Aromastoffe aus den Beerenschalen rausgelöst. Heute tun wir jetzt einen Tank, wo jetzt während 5 Tagen hier die Maische vergoren ist drinnen, tun wir abpressen. Das heisst, wir ziehen unten den Saft weg. Der geht dann nachher hier über die Pumpe auf die Presse. Der fast fertig vergorene Jungwein wird auf die Presse von der Traubenschale und Kerne getrennt und fließt anschliessend aus der Wanne mit den Hefen im Keller oben in einen Tank, wo die Gärung abgeschlossen wird. Während dieser Woche, wo jetzt der Wein hier innen vergoren ist, da holen wir eigentlich in dieser Zeit holen wir das ganze Potenzial, das wir in den Trauben, das wir uns im Rebberg erschaffen haben, holen wir hier raus. Oder wir verschenken es eben auch, indem wir den Wein vielleicht zu früh abpressen oder dass wir zu lang warten und dann nachher durch das Föhnen von grünen Gerbstoffen rauslösen oder unreife Sachen, die wir nicht wollen. Ist jetzt eigentlich die Kunst, ist das Erntegut so einzuschätzen, dass man nachher auch Gärung dementsprechend anpasst und dann auch reagiert, wenn es nachher ist. Wir sind jetzt hier im Keller unten, wo wir der Wein, den wir abpresst haben, ist jetzt in diesem Tank gewesen, für etwa eine Woche, wo wir die Hefe absetzen lassen haben. Das heisst, wir möchten gerne, dass der Wein mal eine erste Klärung macht, dass wir die grobe Hefe können abtrennen können. Und das machen wir indem, dass wir jetzt hier beim Klarablauf den Wein abziehen und über ein Becken laufen lassen und unten nachher der trübe Teil, also das heisst Grobhefe, die läuft dann nachher über einen Filter. Jetzt lassen wir hier die Pumpe an. Wir ziehen jetzt den Wein über das Becken hier offen. Das heisst, das ist eigentlich der erste Abstich, machen wir einen offenen Umzug. Das Sieb haben wir dazwischen gehängt, um allfällige Beeren, die vielleicht noch drin sind, um die definitiv können entfernen. Wir tun jetzt hier eine gewisse Sauerstoffaufnahme im Wein auch geben, eine erste. Und der Wein, der nachher im Becken ist, der läuft dann schlussendlich im Tank rein, wo er dann zum Ausbau und zum biologischen Säureabbau drinnen ist. Wir sind jetzt hier wieder im Keller von der Siebentupf in Liestal. Wir haben mittlerweile Anfang Januar. Die Weine machen jetzt den biologischen Säureabbau. Der Effekt eigentlich von diesem biologischen Säureabbau ist, dass wir die spitzige oder die recht frische Apfelsäure umwandeln durch Bakterien in Milchsäure, die viel, viel milder wirkt. Das heisst, der Wein bekommt eigentlich ein breiteres Mouthfeeling auch und die Säure geht spürbar zurück. Das ist vor allem beim Rotwein, beim Pinot Noir, ist das sehr erwünscht. Früher vielleicht hat man auf das noch nicht so grossen Wert gelegt. Oder anders gesagt, man hat es gar nicht gewusst, was genau mit dem Wein passiert. Und darum vielleicht eben auch die Erinnerung an früher, an sauren Wein. Ich kann mir gut vorstellen, dass man früher
einfach der Wein irgendwann dann mal eingeschwefelt hat und ein paar Weine haben vielleicht einen biologischen Säureabbau gemacht zu diesem Zeitpunkt und ein paar nicht. Und wenn man natürlich dann Schwefel in Wein reingibt, von denen an ist biologischer Säureabbau gegessen. Da passiert gar nichts mehr. Also die Bakterien, die arbeiten nicht mehr, sobald sie mit Schwefel in Kontakt kommen. Wir haben jetzt Mitte März. Der biologische Säureabbau ist durch. Wir haben den Wein jetzt langsam mit Schwefel angefangen zu stabilisieren. Und was wir jetzt machen hier, ist mit dem Crossflow-Filter den Wein klar machen. Das heisst, wir tun hier die Ruhepartikel und Hefereste aus dem Wein entfernen, sodass er nachher glanzklar wird. Wir sind heute zusammengekommen, Ende März, um die Jungwein zu degustieren. Wir haben hier alle Weinbauern eingeladen, die uns Trauben liefern. Und wir kommen jetzt das erste Mal in Genuss vom neuen Wein zu probieren. Der Wein ist jetzt filtriert. Das ist sehr wichtig, dass wir den Wein nicht dann schon probieren, wenn er noch trüb ist. Weil es braucht dann einfach, es ist schwieriger und es braucht dann auch extrem viel mehr Erfahrung, um den Wein zu beurteilen. Jetzt kann man sagen, ist der Wein eigentlich so weit, wie wir ihn dann bald einmal auf die Flasche füllen. Wir haben jetzt Ende Mai und wir sind hier in der Abfüllerei von der Siebentopfkellerei in Liestal, wo wir im Moment gerade den Prateler Pinot Noir in Halbliterflaschen abfüllen. Hier wird jetzt aus der Flasche die Luft entzogen und durch Stickstoff ersetzt, damit wir möglichst keine Oxidation mehr auf der Flasche haben. Die Pflege vom Kulturgut Wein hat bei der Siebentopfkellerei in Liestal eine lange Tradition. Wir widmen uns deren Aufgabe, deren schönen Aufgabe, seit 140 Jahren seit der Firmengründung. Als grösste Baselbieter Kellerei mit modernen technischen Einrichtungen haben wir natürlich auch eine klare Orientierung, klare Wertvorstellungen. Wir haben die zusammengefasst in drei Begriffe: Charakter, Qualität und Genuss. Wir meinen damit, dass wir charakterstarke Weine herstellen, dass sie qualitativ einwandfrei sind und dass der Konsument beim Trinken einen Genuss hat. Unsere rund 30 Mitarbeiter engagieren sich für diese Ziele mit grosser Begeisterung. Ich habe eine Hochachtung davor. Mit einem hohen Fachwissen und mit einem handwerklichen Können. Nur so ist es möglich, dass wir jedes Jahr Traubenernten von rund 100 Rebbauern übernehmen, durch den Winter durch und bis im Frühsommer vinifizieren und einen genussvollen Wein herstellen. Wir gehen regelmäßig an nationale und internationale Veranstaltungen, lassen unsere Weine prämieren und die Medaillen, die wir heimbringen, die bestätigen uns, dass wir uns bei den Besten einreihen dürfen. Das erfüllt uns mit Stolz und gibt uns eine Zuversicht.